Wir sind jetzt im Club Altiana Alcardessa angekommen. Der Matthias hat seine Suite gezogen. Genau. So, hier haben wir unser kleines Wohnzimmer mit Fernseher, Bar. Schön. Dann haben wir hier ein Einschlafzimmer. Ein kleiner Balkon ist da mit dabei. Und hier unten ist der Strand. Ganz, ganz toll. Traumhaft schön, die Suite. Hier haben wir ein Bad mit begehbarer Dusche, Toilette, Bademäntel, Shampoo. Und hier drüben haben wir dann das zweite Schlafzimmer. Überall mit Fernseher. Und hier haben wir sogar eine Badewanne. Traumhaft schön. Das könnte auch so ein Familienzimmer sein, würde ich immer sagen. Es ist echt richtig ganz, ganz toll hier eingerichtet. Ich zeige euch draußen nochmal die Terrasse. Mit zwei Liegen. Ach, und vier Stühle. Traumhaft schön. Und ein Blick zum Meer. Bombastisch. Ich bin der Hubert. Ich zeige euch die ganzen Filme. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit. Einfach unten auf Abonnieren drücken. Dann seht ihr auch die weiteren Filme von mir. Ich wünsche euch viel Spaß. Club Altiana Alcardessa. Club sagt man eigentlich nichts mehr. Heißt jetzt nur noch Altiana Alcardessa. Aber traumhaft schön. Viel Spaß mit meinen Videos. Wir machen jetzt die ganze Andalusien machen wir durch. Über Marbella bis Tormelinos hoch. Wir haben verschiedene Hotels, wo wir uns besichtigen. Und dann seht ihr noch jede Menge von mir. Bis dann. Tschüss. So, die Felicitas, die große Family. Sie machen heute einen Ausflug nach Sevilla. Und werden ein bisschen die Kathedrale anschauen, Alcázar. Und werden einen schönen Tag haben in Sevilla. Wasser, Proviant haben wir alles an Bord. Und dann kann es jetzt richtig schön losgehen. So, die Klappen gehen zu. Hier der Ausblick hinterm Hotel.
Hier sehen Sie das Restaurant, schön eingedeckt, mit Blick zum Meer. Hier gibt es Buffet, Rotwein, Weißwein und Rosé. Gibt es alles im Preis inklusive. Und hier hat man einen schönen Blick über die Landschaft oder einen riesen Outside und Inside. Hier unser Galaabend. Orient Express. Orient Express, genau. Und hier seht ihr den Chicken Schlechter von Alcatessa. Da freue ich mich. Lecker. Und das ist ja alles gemacht. Selbst gemacht von den asiatischen Teilmädels. Der Kajal fehlt noch, oder? Wir sind rausgezogen. Und hier kommt die nette Claudia, die alles verkochen hat. Die hat uns alles eingefädelt. Genau. So, hier haben wir die Claudia und die erklärt uns jetzt hier, was wir in der Bodega machen. Wir sind hier in unserer wunderschönen Bodega, wo wir gerne Weinverkostung oder Sherryverkostung abhalten. Oder auch, wie man jetzt sieht, einen schönen typischen spanischen Sektempfang abhalten kann. Wenn man sozusagen ein Event macht, kann man hier einen Sektempfang machen. Ja. Super schön, ganz toll dekoriert. Sehr tolle Location. Ja, ganz nette Kellner. Und hier heraus. Rein. Dann würde ich sagen, zum Wohl. Auf einen schönen Abend. Zum Wohl. Zum Wohl. Hier der Ausblick von der Suite im Club Aldiana Alcatessa. Traumhaft schön beim Sonnenuntergang. Super schön gepflegt die Anlage. Gefällt mir sehr gut. Hier unser schöner großer Balkon. Ein Schlafzimmer, Wohnzimmer. Und da hinten der Balkon gehört auch noch zu uns. Da ist das zweite Schlafzimmer. Das sind auch schöne große Familienzimmer, kann man nämlich ganz gut, kann man das dann auch nutzen. Ist wirklich traumhaft schön. So. Hallo, ich bin der Hubert. Ich zeige euch die Videos. Da unten einfach auf Abonnieren und ihr seht die weiteren Videos. Bis bald. Ciao. Jetzt bis 14 Uhr auf Band. Ich bin jetzt direkt vom Frühstück rüber. Zum Mittagessen, als Brunch, was man mag. Und die netten Damen haben gestern lang gefeiert. Guten Morgen! Hallo! Hallo! Heute gibt es Brunch bis 14 Uhr. Genau. Das ist sehr schön. Lauter Leckereien. Eine Paella, frischen Fisch.
Hier sehen wir den Kräutergarten. Hier wird für die Suppen, fürs Essen, die Kräuter alle selber angepflanzt, was sie brauchen. Super schön gemacht. Die Anlage. Hallo Matthias, wie gefällt dir die Anlage? Was kannst du uns Schönes berichten? Mir gefällt die Anlage unheimlich gut. Es ist eine ganz, ganz tolle Anlage. Das Essen ist total lecker und ja, man kann unheimlich viel Sport hier in der Anlage machen. Und wer keinen Sport hat, der kann einfach unten am Pool wunderbar liegen und einen Cocktail trinken und die Sonne genießen. Ja, mal eine Boutique, ein Minimarkt, hier kriegt man die Bildzeitung, das Golfbüro. Fitnessclub, kann man irgendwas buchen, kann man eine schöne Karte schreiben. Einmal schöne Eindrücke. Hier sehen wir die Rezeption, die Empfangshalle. Wir haben eine Küche, kann man sich ausleihen, wenn man das Essen will. Hier sind wir vor, die Landkarte. Hier hinten ist dann der Wendeplatz, wo die Leute ankommen. Ja. Schöner großer Eingang. Hier haben wir die Bikestation. Hier machen sie verschiedene Ausflüge. Und da kann man dann auch richtig schöne Events dann buchen, was man mag. Dann. Der Affenfelsen in Gibraltar. Gute Parks hier. Hier haben wir den Wellness und Spa. Das Haus ist hier nach Nummern aufgeteilt. Da geht dann 12, 13. Ist dann ganz hinten bis 19. Ist man ganz hinten und 200, 100 ist ganz vorne mit mehr Blick. Einfach ist super schön, wie ein kleines Dörfchen, ist das komplett angelegt. Hier sind wir im Wellnessbereich. Fitnessstudio. Und hier haben wir den Zahnrad. Hier sind wir das Hallendach, schön verglast. Hier kann man draußen liegen und hier ist alles windgeschützt. Hier friert man auch nicht, hier kann man schön baden gehen. Das ist ganz traumhaft schön. Hier sind wir mitten im Wellnessbereich. Hier sehen wir den Club Altiana, Alcadessa. Wir gehen jetzt zum Abendessen. Die schöne. Den Sonnenuntergang bekommen wir heute. Traumhaft schön. Und hier ist heute Abend Gala, White. Alles heute in Weiß, die Tische, alles ist in Weiß gemacht. Da oben winken sie schön. Ich habe eine tolle Übersicht über eine Stone-Massage. Das war ein kritischer Ruf.
Fußballfeld zum Spielen. Hier ist der komplette Wellnessbereich. Die Küche noch jede Menge Hotels und alles mit dabei. Fußballplatz. Dann haben wir so Tischtennis, was man so macht. Dann hier hinten Bogenschießen. Das ist ganz hinten. Und hier oben haben wir dann die Tennisanlagen. Das ist der höchste Punkt von der ganzen Anlage. Und da gehen wir jetzt mal hoch. Hier der Wellnessbereich und hinter dem Wellnessbereich direkt die Rezeption. Hier sehen wir die Tennisplätze. Das ist der höchste Platz hier jetzt vom Club. Hier sieht man von oben her, kann man den ganzen Club überblicken. Hier ein Tennisfeld nach dem anderen. Und ganz oben ist die Tennisbar. Da hat man dann Ausblick über den ganzen Club. Hier ist der Tennistreff. Hier oben die Tennisbar. Und hier sind wir jetzt ganz oben. Hier sehen wir die komplette Tennisanlage. Hier sind wir jetzt auf dem höchsten Platz von der Anlage, an der Tennisbar. Hier sieht man die komplette Anlage von oben. Hier gibt es jede Menge Tennisplätze, wo man schön spielen kann. Mit Flutlicht. Und hier ist die Tennisbar. Traumhaft schön. Hier direkt neben den Tennisplätzen ist der Flipperclub. Kinderspielplatz, vorne ein eigener Pool mit Liegen. Da ist jetzt bloß zu, weil nicht so viele Kinder da sind. Hier ist dann der kleine Swimmingpool und schön ist, dass es halt auch ein bisschen überdacht ist, dass wir in der blanken Sonne sind. Weil für die Kinder ist das halt traumhaft schön. Das ist auch der höchste Platz. Man kann bis ans Meer runterschauen dann. Hier im Wellness und Spa ist dann auch das Hallenbad. Mit Liegen, wo man draußen liegen kann und hier ist komplett windgeschützt. Wenn ein bisschen Wind geht, am besten hier in dem Wellnessbereich aufhalten. Und da ist es traumhaft schön. Hier vorne ist auch noch ein Platz, wo man liegen kann. Und da hat man Sonne pur hier herum. Und komplett ruhig in der Anlage. Hier ist das Restaurant. Dann geht es gleich in den Pool über. Hier unten sind dann die 100er Zimmer, 200er Zimmer, 300er Zimmer, 400er Zimmer. Und dann geht es bis 19 und 20, ist ganz hinterm Club, ganz drüben. Wenn man eine 19er Nummer kriegt, da läuft man ewig weit. Hier hat man überall die Schilder und da kann man dann schön sein Zimmer finden dann. Hier die Poolbar hier hinten. Die ist bis abends um 1 Uhr offen, all inclusive. Bis dann hier das Radio, Aliana Radio, die Poolbar. Und hier geht es dann mit den Häuschen los. Diskothek ist dann direkt hier hinten und die geht bis 4:30. Die ist direkt hier hinten dran, der Eingang. Und das Theater ist hier direkt in dem Haus. Ist jeden Abend dann ein Showprogramm hier. Traumhaft schön. Hier sind mit Feigencreme am Gourmet 1 haben wir heute eine Flugeldenbrust mit einem Süßkartoffelpüree. Gegenüber haben wir einen Fletan mit einem
Gerbenrisotto. Und natürlich haben wir uns heute Dessertbuffet Aldeana mit ungefähr 5,4 Millionen Kalorien. Ja. Ja, wie heißt es so schön? 4 Sekunden auf der Zunge sind oftmals 4 Jahre auf der Hüfte. Das ist natürlich alles geplant. Das sind noch lange an die unbeschwerte Zeit, hoffentlich unbeschwerte Zeit hier bei Aldeana Alcadessa zurückdenkt. Ihr könnt aber heute genießen nach Herzenslust, denn wir haben heute Abend wieder Party angesagt. Das heißt, heute findet die letzte Beachparty des Jahres 2014 statt. Und wir hoffen, ihr seid alle mit dabei unten am Beach. Und zwar treffen wir uns ab 21.45 Uhr erstmal hier am Pool. Da möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch die Verantwortlichen und die Abteilungsleiter des Aldeana Alcadessa vorzustellen. Und heute ehren wir sie auch, die Mitarbeiter des Monats August. Ja, natürlich, September ist ja noch gar nicht vorbei. August. Und die sind schon ganz aufgeregt, vor euch, vor ihren Gästen, diese Ehrung hier entgegenzunehmen. Dann ziehen wir alle gemeinsam runter an den Beach und da heißt es dann Beach Gala. Und ihr seid mit dabei. Für die Damen ein kleiner Tipp, die Pumps würde ich dann auswechseln, ein flaches Schuhwerk, denn wir sind unten natürlich auf der Wiese. Ansonsten könnt ihr bleiben, wie ihr seid. Ihr merkt ja, kein Wind, es wird eine laue Sommernacht und die werden wir natürlich in vollen Zügen genießen, mit Showeinlagen seitens der Animation und natürlich dem ein oder anderen leckeren Getränk. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ihr seid natürlich alle mit dabei, das ist keine Frage. Jetzt wollen wir das Restaurant aber öffnen, wie mit einem Spruch. Und den habe ich mir heute ausgesucht, passend für euch. Obwohl er gar nicht auf euch zutrifft, denn ihr könnt ihr alle genießen. Denn wie heißt es so schön, wer nicht genießen kann, wird irgendwann ungenießbar werden. Da machen wir bei euch keine Gedanken, deswegen habe ich den heute gesagt. Wünsche guten Appetit, buon provecho und das Restaurant ist eröffnet. Heute haben wir einen sonnenschönen Tag. Hier fahren die Mountainbiker. Wir sind hier im Zweierblock. Hier unten gibt es ein Mittagessen am Strand. Hier sind die Strandliegen, gibt es Beachvolleyball und hier ist auch noch ein Restaurant, Kaffee, mal Kaffee, Softdrinks, man kriegt auch alkoholische Getränke, einfach schön und man kann auch schön im Garten leben. Traumhaft schön. Heute sind wir im Galaabend. Hier wird alles zubereitet, super lecker. Matthias, deine Ecke. Schön frisch. Guten Morgen. Guck mal, ein Service hier an dem Buffet. Ja,
alles, was das Herz begehrt, gibt es hier. Wir haben sogar leckeres Vollkornbrot. Und Brötchen. So. Alle Sößchen. Hier gibt es frische Quarks. Dann haben wir den ganzen Darm. Wir machen Höhereier. Höhereier. Wenn alle frisch gemacht. Matthias. Ja, dann haben wir noch die Müslis. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Ja, sehr gut habe ich geschlafen. Das ist sehr schön. Und jetzt gut, lecker frühstücken und ein bisschen Säckchen gibt es da drüben. Ja, guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, danke schön. Und jetzt einen frisch gepressten O-Saft? Natürlich, dass er den Tag gut übersteht. Natürlich, damit der Tag gut starten kann.